Liebe Boxsportfreunde, ihr seid hier bei K.O. & Co. Ich bin Samira und heute führt mein Weg ins Easy Gym in die Potsdamer Straße 152. Okay, wir sind hier im Interview mit Izzet Mafatoglu und dem Inhaber vom Easy Gym. Und jetzt reden wir mal über ihn. Und zwar, wann hast du denn angefangen zu boxen, Izzet? Ich habe angefangen mit 8, also bei Schöneberger Boxfreunde, also mit 9, so 8, 9. Also mich hat das vorher nicht gereizt, aber ich bin hier nach Deutschland gekommen mit 2 Jahren, nach Berlin. Mein Vater war selber ein Schiffskapitän und bin bei meiner Tante groß geworden. Und mein Onkel war selber ein Boxer, hat selber mal geboxt und er hat viele Kinder gehabt. Er wollte einen Nachfolger von seinen eigenen Kindern haben, ne? Also unbedingt als Boxer. Wünscht man sich das? Manche wünschen, manche wollen ja gar nicht, dass ihre Kinder boxen. Also ich zum Beispiel möchte nicht, dass meine Kinder boxen. Ach echt? Okay. Ich sage dir ganz offen meine Meinung. Und das auch nicht als Hobby so? Also nur Hobby, so zum, ja, zum Training, ja, zum Training sollten sie, müssten sie auch. Mhm. Aber so wettkampfmäßig so große Sachen, nein, die sollen erstmal Schule, ist für mich wichtig. Das mache ich auch hier, gleich wie mit jedem Sportler auch. Schule ist für mich A und B, in erster Linie. Schule, ja. Bildung. Bildung ist wichtig. Aber Boxen ist auch wichtig. Ja, aber nicht jeder Mensch hat das Talent fürs Boxen. Ist ja, ja klar, also was ganz Großes zu werden, hat nicht jeder. Das muss man im Knochen haben. Mhm. Aber es gibt auch Leute, natürlich die Boxer, die das Boxsport lernen und manchmal auch besser rauskommen als die wirklich Supertalente. Mhm. Wir haben alle solche Sachen erlebt. Und dann, klar, war ich neidisch und dann immer, wenn die vom Training nach Hause gekommen sind, meine Cousins und so, dann ist ja klar, ich fühlte mich benachteiligt. Mhm. Die dürfen zum Boxen, ich nicht und so. Dann habe ich die alle aufgemischt. Ich alleine, ja. Eins nach dem anderen, bum, bam, bum, bum, einmal, zweimal, dreimal. Ah, dann bist du einfach hingegangen zum Training, nee, oder wie? Ich oder? Nicht. Ach geil, ach, du hast einfach so mit denen geboxt. Ja, zu Hause. Und dann, also, mein Onkel ist es irgendwann mal aufgefallen, manch der kleine Bengel, die gehen zu Boxen und der nicht, und der mischte trotzdem auf, irgendwann mal, hat es ihm gereicht, ne? Sagt, okay, gut, dann bringe ich ihn mal lieber zu Boxen, bevor ihr hier die ganze Haus durcheinander bringt, hier mit den ganzen Kids. Ich war selber ein kleines Kind, ne? 8 Jahre, ja, ja, Jahre. Was kannst du da erwarten? Und dann, ja, jetzt kommt mein Lehrmeister auch, von ihm habe ich auch wirklich sehr viele Sachen gelernt. Also, es ist schon eine Legende im Boxen. Das ist der ältere Bruder von Oktay. Ach so. Ja, ja, wir kommen alle aus demselben Boxschule. Hallo. Ich kann Ihnen ja kurz mal zeigen. Hallo. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Hallo. Ja, Boxen leidet wirklich, ist echt ein erstklassiger Boxer gewesen. Selber auch eine Supersportler. Er kam natürlich nur im falschen Zeitpunkt zur Welt. 10 Jahre jünger oder 20 Jahre jünger, also da bin ich mir sicher, er hätte die Welt auf den Kopf gestellt, was Boxen betrifft. Ne? Mhm. Das ist ja der ältere Bruder von unserem Oktay, der Olympia-Zweite. Mhm. Wir haben alle das Boxen von unserem Vorgänger, von dem alles gelernt, hat uns wirklich sehr viele Sachen beigebracht. So, naja, dann so bin ich in den Verein reingegangen und dann, klar, ich bin geblieben, die anderen Cousins haben alle aufgehört mit Boxen. Aber das ist auch der Verein, wo Oktay auch war, ja, Schönberger alle, und Graziano Ortigiani und so, alle waren da. Wir kommen alle aus demselben Verein. Ah, oh, wow, okay. Auch und wer hat euch da trainiert, weißt du das noch? Fred Bergermann ist der älteste Trainer noch am Leben hier in Deutschland, meiner Meinung. Okay. Aktiver Trainer. Jetzt habe ich, ja, ich bin immer noch Ehrenmitglied und goldene Nadelträger des Vereins, immer noch. Weil ich der einzige Sportler bin, den der Verein produziert hat, der sich zugewagt hat, diese Aufgabe weiterzumachen. Mhm. Natürlich haben auch Oktay zum Beispiel auch als Trainer schon teilweise bei den Profis, überall. Er wollte ja auch mit den Profis, auch Amateure hat er auch als Trainer mal ein bisschen funktioniert, hat seinen Job sehr, sehr gut gemacht. Klar, wir sind wie Bruder aufgewachsen. Zum Beispiel hier der Aitekin, der jetzt gerade mal hier war, der ist ja unser Vorgänger. Das ist eine absolute K.O.-Maschine gewesen, was Boxen betrifft. Kenne ich keinen zweiten, der so wirklich ist abgegangen wie eine Rakete. Da kann man sich
Einige, die denken, die sind Weltklasseathleten oder Weltmeister, können sich bei ihm erstmal ein paar hundert Meter hinten wirklich anstellen. Mhm. Also damals war Boxen anders als wie heute. Klar, die Generation spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Wir hatten hier keine solche Schulen oder so. Damals haben nicht mal Minister solche Schulen gehabt, 70 Jahre. Wir reden von damals. Meinst du, die Generation früher war stärker, automatisch, weil die Leute mehr gekämpft haben? Ja, bewusst und stark. Gab es kein Internet, gab es kein Handy, nichts, gar nichts. Ja, wir haben uns gefreut, wenn wir mal ein bisschen was zu essen bekommen haben oder wenn wir von irgendjemandem einen Bonbon bekommen haben, wären wir ihnen schon unendlich dankbar. Heutzutage, ich meine, diese Werte zählen jetzt diese Gesellschaft nicht mehr. Alle kleinen Kinder laufen mit 1.500 Euro Handys rum. Meinst du, sie sind zu verwöhnt, die meisten, auch für den Boxsport sozusagen, sich dann so durchzuquälen? Nicht, bei uns lernen sie wenigstens diese Werte noch. Mhm. Weil wir halten an diese Werte wirklich sehr fest, an Freundschaft, an Soziales, ja, dass man füreinander da sein muss. Was diese Werte bedeuten, was diese Werte zählen, das sind für mich persönlich, ich kenne das so, ich habe das so gelernt, auch von meinen Sportskameraden, auch von meinem Verein, auch von unserem Trainer, alles, was wir gelernt haben, wir leiten das wirklich an den 1:1 an die nächste Generation weiter. Mhm. So bin ich zum Boxsport gekommen und 10 bin ich Meister. Was hast du denn? Ach ja, genau, was hast du erreicht? Berliner Meister, ja, Deutscher Meister? Bin ich geworden bei den Schülern, Kadetten hintereinander und dann auf einmal die ganze Cousins. Eine von denen ist einmal Berliner Meister geworden, der älteste, glaube ich. Und ich habe es weitergemacht. Also ich habe inzwischen habe ich mal Pause gehabt und dann wieder. Also manchmal hat man so ein Boxen ist ja kein leichter Sport. Ne? Ach, hast du komplett mal aufgehört, so richtige Pause? Oder? Ja, ich habe richtige Pause gemacht, ein, zwei Jahre und dann wieder weiter. Und irgendwann habe ich wieder mal Pause gemacht und dann wieder weiter. Ist ja klar, okay. Boxen kann man nie aufhören. Also da kann mir irgendjemand was erzählen. So, wir haben hier Sportler, so, die schon mit 94 hier bei uns immer noch trainieren. 94 Jahre. Ja? Was zwingt dieser Mann hier zum Boxtraining zu kommen mit 94? Da können Sie sich also ihr Teil denken, der hat sein ganzes Kindheit, Leben, Jugend, ganze Leben lang immer nur geboxt. Aber nebenbei ist der Mann auch 7 verschiedene Fächer Professor. Er unterrichtet so viele Kinder ehrenamtlich hier in den Universitäten. Wir reden von diesem Spartakus, der den kennen wir ja. Ne? Ja, da können Sie sich mal ihr Teil denken, dass das Boxsport nicht nur mit Kloppen und mit irgendetwas zu tun hat. Das hat hundertprozentig mehr mit sozialen Sachen zu tun. Mhm. Allein der Sport selbst. Ne? Warst du früher geboxt? In welcher Gewichtsklasse? Was war ich habe mit 38 Kilo angefangen damals, als kleines Kind. Klar, mit 10 Jahren wiegt man nicht so viel. Wir haben, wenn ich manchmal hier sehe, so Kinder, die ich hier anmelde, so, die bei mir in der Kindergruppe sind, so mit 30, 38 Kilo. Mensch. Kommt die Erinnerung zu, Mensch, du hast doch selber mit 38 Kilo angefangen zu boxen. Ja, dann kommt man sich ein bisschen alt vor. Ne? Also meine Haare sind hier grau geworden in diesem Blick, seitdem ich als Trainer hier und das hier gegründet habe. Aber ich sag mal so, ich finde das toll. Ich habe selber sehr viele Kämpfe gemacht als Amateur. Auch über 240 habe ich gelesen? 240, ja. Haben wir gemacht. Mhm. Und ja, klar, das ist schon sehr viel. Das ist nicht wenig. Also 240 Wettkämpfe ist wirklich viel für einen Athleten. Aber ich meine, ich bin im Gegensatz zu den anderen noch gar nicht. Klar, zu viel ist es auch nicht gut. Also man soll nicht so den Zahl auf 500. Ich kenne Athleten, die 500, 600 Amateurwettkämpfe haben. Und gerade in Kuba ist sowas nicht Nebensache. Mhm. Alle Athleten, die in kubanische Nationalmannschaft sind, bei dem ganz großen Elite da, der 69 Kilo zum Beispiel, der hat 550 Kämpfe, jetzt noch. Und der ist ja immer noch aktiv bei den Amateuren-Wettkämpfen. Was meinen Sie, was das? Aber wolltest du nie Profi werden? Nein, also ich sag mal so, ich habe keine Neigung für Profi. Ich finde diese Amateur, die olympisches Boxen, viel, viel reeller. Mhm. Ich mag diese reelle Sachen. Also, Profi geht es ja nur um Geld, nur um Finanzen. Mhm. Ich kenne viele Profisportler, die auch hier mal als Weltmeister hier mal trainieren, auch manchmal
kommen auch viele Weltklasseathleten auch im Profi, die auch noch große Zukunft haben in diesem Boxsport auch. Weltmeister zu werden, davon bin ich überzeugt bei einigen. Aber mich hat das nicht geneigt. Mich hat, außerdem bin ich auch alt geworden. Mit 38 habe ich ja die Karriere beendet. Das war 98. Letztes Mal bin ich Meister geworden als Abschied. Chip. Und dann Vater, Papa verstorben. Dann habe ich eine andere Verantwortung gehabt. Und dann es hat gejuckt. Ja, was kannst du machen, was willst du machen? Du hast dein Leben lang immer noch geboxt und das und dies. Beruf habe ich gelernt, Elektriker, okay, aber diese Lücke, ja, das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Und, ja klar, als Trainer habe ich auch, als, wo ich Athlet war, habe ich auch als Trainer nebenbei auch solche Sachen Unterstützung angeboten. Auch mit sehr großem Erfolg, zum Beispiel Jakub Dolo habe ich mit 6 Jahren entdeckt. Später ist er zum Weltmeisterschaften gegangen, nach Baku, in Aserbaidschan. Das sind Athleten, die wir immer produziert haben, vom Grund aus. Und dann sage ich, Mensch, wie sie, okay, selber geboxt, Athlet, alles gut, aber jetzt ist Karriereende, jetzt willst du da nicht mehr weitermachen, aber du kannst andere gute Athleten raus produzieren. Das habe ich auch einfach mal weitergemacht. Und dadurch bin ich auch sehr erfolgreich geworden, als Trainer auch. Okay, wie das auch als Athlet klappt und geklappt hat, ist auch als Trainer weitergegangen bei mir. Also ich habe dann die Karriere als Trainer weitergemacht, sehr erfolgreich sogar. Gott sei Dank, ich bin sehr zufrieden über dem, was ich geleistet habe, was ich alles zusammengebastelt habe, die Vernetzung überhaupt, ja, das ist erstklassig. Davon zweifeln immer noch viele, so, die auch vor mir natürlich diese organisatorischen Sachen gemacht haben. In Berlin, in Deutschland und alles drum und dran. Wir existieren gerade mal seit 2005, ja, 15, 16 Jahre. Und stell dir mal vor, in diese 15 Jahre, in diese Fensterraum, ja, das haben wir alles zustande gebracht. Das ist ein absolutes Rekord, was wir nicht, die ganzen internationalen Verträge, kooperativ, überall sind wir raus, 1, 2, 3 Mal im Jahr nach Ausland, die kommen hier, internationale Trainingslager, sehr bekannt geworden hier, aus den USA kommen weil Leute hier zum Trainingslager und Vorbereitung und alles drum und dran. Und stell dir mal vor, das ist ein Problembezirk gewesen. Hier, diese Straße ist ein Problembezirk gewesen. Und du gründest hier eine Sportschule, kriegst Unterstützung, Gott sei Dank, hier unseren Unterstützer und machst das innerhalb von kurzer Zeit weltbekannt und mit einem hohen Lob. Es gibt ja, klar, die machen sich, jeder macht sich mit irgendetwas bekannt. Der eine mit Skandal, der eine mit Skandal oder mit irgendwelchen komischen Ruf. Mhm. Aber wir sind sehr beliebt überall. Wir haben sehr hohe Lobquote weltweit. Das muss man schaffen. Das ist der Kunst. Das haben wir. Und daneben waren wir auch sehr erfolgreich. Ohne Erfolg kannst du ja auch diese ganze. Das ist eine unmögliche Sache. Weiter, das hat alles in jede Kante gestimmt bei uns. Ist sozusagen dein Lebenstraum oder so, kann man das sagen? Oder? Ja, das ist mein Lebenstraum gewesen. Dein Lebenswerk eher. Ich bin so ein Zappelflip, als Kind schon immer so gewesen. Ich kann nicht ruhig bleiben. Ich bin nicht jemand, der so irgendwo sitzt, jetzt muss ich meine Ruhe haben. Einfach weg von einem gesagt, nein, ich bin nicht. Ich bin als Kind immer so gewesen. Mhm. Immer. Ich habe das Richtige, denke ich mal, das entdeckt, das Richtige ist, das, was ich auch jetzt seit langer Zeit mache. Also könntest du dir nichts anderes vorstellen, was du jetzt machen willst? Nichts mit Sicherheit nicht. Also ich kann wirklich mir nichts was anderes vorstellen. Ohne das geht bei mir nichts, überhaupt nicht. Ja, okay, das weiß man auch, wenn man dich kennt. Ich meine, du bist ja von morgens bis abends, oder sagen wir von, ja, weiß nicht, Vormittag bis abends. Kaum geschlafen, bis ich diese Ziele erreicht habe, überhaupt, was ich wollte, nicht was ich wollte, sondern was ich für Bild da schaffe, als komplettes Bild. Ja, das hat wirklich lange Zeit gedauert, bis wir das auf den Punkt gebracht haben. Von heute auf morgen entsteht das so. Aber ich meine, man muss auch wirklich auf viele Sachen verzichten, ne, im Privaten. Viel Zeit, ne? Du bist mehr Zeit hier als wahrscheinlich bei deiner Familie, oder? Auf jeden Du bist Fall, ja fast den ganzen Tag hier. Ja, so. Manchmal gab es auch Gespräche, easy, ja, wo gehst du, wo bleibst du, kommst manche Nächte nicht. Ja, ist ja klar, du hast eine Familie, Frau, Kinder zu Hause und dann
Und dann, klar, irgendwann macht sich auch irgendwann mal deine Frau Gedanken. Was macht dieser Mann? Ja, ist logisch, ist ja klar. Ja, das sind auch Menschen, aber klar. Aber Isi muss seine Ziele nachgehen. Mhm. Isi muss die Ziele erreichen. Ja, ja klar, du hast ja auch hier ein Büro, ne? Da machst du ja manchmal organisatorische Sachen. Nee, Gott sei Dank. Also im Büro klappt es perfekt. Wir haben da Unterstützung. Wir haben da eine Sekretärin, so, die für Buchhaltung und alles und so auch andere Unterstützung auch gut anbietet. Alles perfekt. Also wir sind jetzt als perfektes Team da aufgestellt. Jeder macht seine Aufgabe perfekt. Ja, und wir probieren immer alles noch besser zu machen, als wir natürlich da, wo wir sind. Ist immer so. Wir können sagen, okay, wir sind besser, wir bleiben so erstmal. Wir halten erstmal fest. Aber jeden Tag, jede Sekunde ändert sich im Leben was. Ist ja klar, wir müssen einfach wettbewerbsfähig sein und auch gut da stehen. Wenn du jetzt so in Deutschland die Boxszene beobachtest oder auch das Profiboxen, ich weiß nicht, verfolgst du das? Oder ich sag mal ist so, gar kein Interesse? Amateurboxen gucke ich mir sehr gerne an. Ja, diese olympische Boxen gucke ich mir sehr gerne an. Das ist mir wirklich heilig, olympisches Boxen, weil ich weiß, dass es da rein ist, weil die Kinder fangen jetzt immer früher an. Ja. Mit Boxen und so, die Emotionen, die Gefühle. Du magst keine Show sozusagen, ja, also du magst Show, nicht diese... So, unehrliche Sachen nicht, nein. Also keine gekaufte Sachen. Achso, okay, sowas, ja. Ja? Also ja. Wenn ich sehe, dass der andere bessere Qualität hat, aber der eine, der wirklich gar nichts kann, und der kommt als Sieger raus, das gibt nicht, das hat mit Realität überhaupt nichts zu tun. Und deswegen, ich bin nicht der große Fan, aber natürlich gibt es auch gute Profiboxer, sehr gute, so wie Golovkin, De La Hoya, das sind Leute, die von olympischen Struktur kommen, die sind alle Olympiasieger gewesen. Mayweather zum Beispiel, meine Vorbild, zum Beispiel meine Lieblingsboxer ist hier, der Sugar Leonard gewesen. Alle, die auch wirklich sehr gute Karriere hatten, die haben auch als Amateur die beste Karriere gehabt. Das sind super Talente gewesen. Ne? Mayweather zum Beispiel, auch Olympiasieger geworden. Alle, die auch großen Kämpfen gemacht haben, sind Olympiasieger geworden. Die kommen alle von den Amateursportlern. Aber es gibt Leute, die keine Amateur-olympische Vorkenntnisse haben, ja, als Amateur-Wettkämpfer und so, nichts, gar nicht, und melden sich irgendwo als Profiboxer an, den kriegst du ja, klar, man muss nur zahlen, darum geht's, wenn du Geld hast. Also jeder wird es sozusagen, und dann ist die Qualität natürlich nicht dann so. Dann soll der gar nichts wirklich kann, einfach immer als Sieger rauskommen. Wie geht das? Soll man einfach gegen einen boxen, der ein bisschen boxen kann? Dann möchten wir mal sehen. Das soll offener und reeller Kampf sein. Ja, das ist Boxen für mich. Aber dass er 100 oder 200 Euro in der Tasche steckt, ja, du willst 200 Euro verdienen, dann kriegst du ein bisschen Kloppe von mir. Das hat Boxen nichts zu tun. Ja, also, ich bin kein Fan von sowas. Also würdest du es eher ändern, dass nicht jeder Profiboxer werden kann, sozusagen? Nein, normalerweise nicht, dürfte nicht. Man müsste zugelassen. Einen Test machen oder erstmal Amateurkämpfe, eine bestimmte Anzahl von Amateurkämpfen gemacht haben? Er muss schon Vorkenntnisse haben, ja klar. Also Vorkenntnisse heißt es, er muss schon Wettkämpfen bei Amateuren haben, weil es bringt ihm nichts. Ja. Ihm, das ist keine Unterstützung, also das ist ihm keine Hilfe. Oder es sei denn, er will ein bisschen, okay, gut, anstatt er da irgendwo eine Scheibe vom Kaufhaus kaputt macht oder da. Soll er lieber ein paar Kloppe kriegen, verdient er so sein Geld, damit er solche Scheiße vielleicht nicht anstellt. Vielleicht okay, aus diesem Sinn würde ich die Leute verstehen, die wollen ein bisschen ein paar hundert Euro verdienen oder ein paar hundert Mark bekommen. Ich kenne Dutzende von dieser Sorte, ich sehe das sofort. Ja, aber ich meine, okay, ein paar hundert bekommen, dafür bleibt er anständig draußen, okay, bin ich dafür. Damit er keine Scheiße baut, damit er keine anderen Menschen schadet. Ne? Aber sportlich im Wert hat es jetzt nicht sportlich sozusagen. Sportlich ist es, nein, überhaupt also, nicht. Null. Das bringt nichts sozusagen. Nein, gar nichts, überhaupt nicht. Das muss, weil Publikum ist auch nicht doof. Also ich meine, du kannst ja nicht dem Publikum für doof verkaufen. Ne? Publikum liegt Wert. Publikum liegt Wert auf sportlich. Echten Sport. Ja, echten Sport. Disziplin, Respekt.
Ja, das ist sehr wichtig. Da, da, die Publikum kannst du nicht gut aufhalten. Und dann, wenn man solche Sachen anbietet, dann geht natürlich automatisch das Boxsport irgendwann mal auch kaputt. Okay, also es ist wichtig, dass man eigentlich daran arbeitet, es zu verbieten. Ja, klar, logisch. Wir haben ja genug Amateursportler, die klar Vorkenntnisse hatten, die müssen mal unterstützen. Ja, klar, es gibt einige, die, klar, die nicht geschafft haben, vielleicht Deutsche Meister zu werden, nicht mal. Aber die haben diese Qualität natürlich zu boxen. Die könnte man zum Beispiel in dieser Bahn schieben, ja, zum Beispiel als Unterstützung, dass sie nebenbei mal ein bisschen was verdienen, anstatt irgendjemand, der gar nicht boxen kann. Das sind Leute, die den Amateursport schon vorher gedient haben. Ne? Also, die sollte man nicht einfach zur Seite schieben, das geht doch nicht. Aber warum meinst du, machen so eine Leute so? Warum wollen die überhaupt Profiboxer werden, wenn die noch nie vorher geboxt? Meinst du, das geht nur darum, um Prestige oder Show, also dass sie sich zeigen, oh, ich bin Boxer? Oder warum ich sag mal so, jede, na, es gibt auch solche, natürlich, ja, guck mal, ich bin Boxer. dass man ihnen irgendwie ein Poster macht. Ja, ja, dass sie da drauf Mensch, sind. Den kenn ich doch, der ist doch irgendwie Boxer gewesen oder so, Plakat und so, berühmter Mann. Aber ich meine, die verdienen ja am Ende nicht kein großes Geld. Also im Endeffekt bringt es ja gar nichts. Ja, aber ne, am Ende bringt es für die gar nichts. Aber ich meine, viele Leute haben ja auch nicht mit Boxen zu tun. Du, ja, wenn, nur für dich. Wenn derjenige sich in seinem Publikum einfach mal bewegt, so hat er eine andere, also für sich vom Kopf her, hat er eine andere Anerkennung. Ne? Also, guck mal hier. Okay. Also Anerkennung. Irgendeiner kommt, ja. Irgendeine, ja, Minderwertigkeitskomplexe wahrscheinlich. Dass irgendjemand kommt, hey, kann ich mal ein Autogramm oder sowas. Okay. Also diese Gefühle wollen sie auf sich beziehen, denke ich mal. Und das ist nicht gut. Das ist keine schöne Sache. Ja, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Willst du noch was sagen, Isat? Ja, alles. Ich habe alles geschildert, was Boxsport und so, was wir alles vorhaben. Wir haben große Zukunftspläne. So, wir bleiben hier wirklich nicht stehen. Danke nochmal für alles. Ja. Wir hören bestimmt in Zukunft noch vieles voneinander. Okay, dann. Was Boxsport angeht, immer. Ja, dann vielen Dank für das Interview auf jeden Fall. Ich danke dir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt uns und lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal.